Der Flächeninhalt eines Rechtecks beträgt 126 Quadratzentimeter. Frage: Wie viel misst der Umfang, wenn die Länge dieses Rechtecks 18 Zentimeter misst? Wir zeichnen zuerst solch ein Rechteck. Die Länge ist 18 Zentimeter und der Flächeninhalt ist 126 Quadratzentimeter. Um den Umfang zu bestimmen, brauchen wir die Breite von diesem Rechteck. Und da Breite mal Länge den Flächeninhalt ergibt, finden wir diese Breite, indem wir 126 durch 18 teilen. Das macht 7. Die Breite beträgt also 7 Zentimeter. Und somit beträgt der Umfang diese Breite 7 plus diese Länge 18 mal 2. Und 7 plus 18 mal 2, das ergibt 50. Der Umfang von diesem Rechteck beträgt also 50 Zentimeter und somit ist die Antwort B die richtige. Die nächste Frage wird im nächsten Tutorial beantwortet.